Jetzt begrüße ich euch zu dem erstmal letzten Flug auf Gran Canaria, nämlich ganz, ganz früh auf den oder über den Dünen von Maspalomas. Und wir sind also ganz früh losgefahren, noch vor Sonnenaufgang losgezuckelt, haben dann noch tatsächlich einen Parkplatz gefunden. Wir mussten zwar ein bisschen suchen, aber wir haben dann einen gefunden und dann sind wir an der Charca vorbeigelaufen, einmal rundherum quasi und haben dann eine schöne erhöhte Düne gefunden. Da sind wir dann mal eben rauf und sind dann von dort aus mal losgeflogen. So früh, es war kaum eine Menschenseele zu sehen, zu hören. Selbst die Vögel waren noch ganz, ganz still und leise. Nicht einer hat einen Pieps gemacht. Es war einfach wunderschön, eine traumhafte Ruhe, nur ein bisschen Wind und das Meer war am Rauschen. Einfach nur herrlich. Ich habe diese Stille und dieses Alleine-Sein dann ausgekostet. So früh am Morgen ist wirklich niemand da. Vielleicht mal der eine oder andere, der dann meint, vielleicht Jogging zu machen oder einfach auch nur am Strand spazieren zu gehen. Das waren aber die allerwenigsten. Die konnte man wirklich an einer Hand abzählen. Das Wasser war einfach wunderbar, schön klar und die Luft war klar. Das war auch ein ganz besonderes Ding. Der Sonnenaufgang, der wurde für einen kurzen Moment von dem üblichen Wolkenband etwas behindert, aber man konnte doch noch sehr schöne Bilder davon machen. Antje hat, glaube ich, auch tolle Fotos gemacht. Und bei den verschiedenen Einstellungen, ich war mir nie so richtig sicher, na, haut das hin. Aber doch, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe auch möglichst versucht, ruhige Kamerafahrten zu machen, dass das dann nicht so über den Monitor huscht, beziehungsweise über den TV. Man möchte ja auch gerne in Ruhe gucken können. Das Schöne ist, es sind zwar nur 2,7K, aber die Bilder sind nicht grobkörnig, sie sind gut anzuschauen, selbst als Standbild noch. Da hinten ist dann der Faro von Maspalomas. Ab und zu musste ich dann auch mal wieder runter, das Akku wechseln. Selbstverständlich mein Träumchen auch noch eben schnell verwirklicht im Tiefflug über dem Wasser, was ein bisschen gefährlich war, dass Sumsi uns begleiten sollte in einem Seitwärtsflug. Zum Glück gibt es ja dann in diesem Augenblick keine Hindernisse. Was ich erstaunlich finde, ist, dass teilweise diese kahlen Stellen, dass die so überhaupt nie von den Dünen belegt werden. Die sind immer irgendwie frei. Das ist ganz eigentümlich. Und auch so die Farbvarianten, fliegt man gegen die Sonne, klar, dann ist natürlich dann die Dünenlandschaft etwas dunkler, aber dreht man sich dann um, dann wird das da hinten auch alles so schön beleuchtet, die Wolken sind dann rosa bis orange, einfach toll.
Für mich hat dieses Zusammenspiel Wasser, Wellen, Sand, Dünen und so ein ganz kleines bisschen, gut, da hätte ich dann auch nochmal so Richtung Berge machen können, dass die Kameraeinstellung etwas höher geht. Aber ich muss sagen, Antje und ich, wir haben es wirklich genossen, am Strand spazieren zu gehen, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Einfach nur toll. Und ich kann tatsächlich wirklich empfehlen, so wie Harry es auch immer wieder sagt, am besten bei Niedrigwasser loslaufen. Dann kann man wirklich sehr gut auf festem Boden laufen, als wenn dann nachher Hochwasser ist und man muss dann im losen Sand dann seine ganzen Kräfte aufbringen. Das ist dann schon ganz schön happig. Hier dann noch einmal Richtung Sonne. Sie war schon etwas höher. Dementsprechend sind dann auch die Dünen schön beleuchtet. Ich wollte jetzt aber auch nicht ganz so weit wegfliegen, denn das Akku hatte sich auch schon gemeldet. Einmal ein Blick rundherum. Da hinten kann man auch schon die Shaka aufblitzen sehen. Der Faro. Ist überhaupt eine schöne Einstellung, so von da oben den Faro dann zu betrachten. Was ich mich nicht getraut habe, ist unter anderem einmal um den Faro herum. Zudem war er dann auch noch eingerüstet. Das ist dann nicht ganz so ein schönes Bild. Eventuell ist er ja dann nächstes Jahr fertig. Oder je nachdem, wann wir dann wieder einschlagen, wäre natürlich toll, da dann nochmal einen kleinen Rundflug zu machen. Und hier nochmal eine schöne Welle. Wir haben das unheimlich genossen und für mich war es unglaublich schön, auch die Drohne da fliegen zu lassen. War einfach toll. Der Blick ist einfach schön. Ja, und ich sage dann erst einmal, das war's mit den Drohnenflügen. Aber irgendwann kommen dann mal bestimmt wieder neue. Wenn ihr mögt, schaut bei uns auf dem Kanal nach. Wir werden auch noch einige andere Abenteuer ohne Drohne posten.